Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch gerne meine veganen Zucchini-Nudeln mit Soja-Bolognese vorstellen. Ein komplett veganes Rezept. Super lecker. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alles liegt bereit für meine veganen Zucchini-Nudeln mit Soja-Bolognese. Heute mal ein vollständig veganes Rezept. Ihr wisst ja von meinem Kanal, ich bin nun wahrlich nicht der Veganer. Aber als Fleischfresser muss man auch mal ein paar andere Sachen ausprobieren. Und das möchte ich heute mal machen mit meiner veganen Soja-Bolognese. Ich habe schon mal rausgelegt, was ich brauche. Wir brauchen hier natürlich wie immer für eine Bolognese die klassischen Gemüse, Möhre, Sellerie, Zwiebel und ein bisschen Knoblauch, die ich gleich verarbeiten werde. Und das mache ich heute mal wieder im Nicer Dicer, weil es sich anbietet, denn den nehme ich dann auch gleich für die Zucchini. Ich zeige euch gleich, wie ich das mache. Dann brauchen wir für die Bolognese natürlich ein bisschen Flüssigkeit, also Tomaten hier, stückige Tomaten, die ich gerne nehme, und Gemüsebrühe, je nachdem, welche Konsistenz wir haben wollen. Genaue Mengen wie immer in der Infobox. Zum Würzen ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Zucchini verträgt viel Salz, da ist sonst ja nicht viel dran. Wir brauchen ein bisschen Öl zum Anbraten. Wir brauchen ein bisschen italienische Kräuter. Hier für den Kick ein paar Chiliflocken. Das jetzt erstmal hier zu dieser Seite für die Bolognese, für die Gemüse, für die Grundlagen. Dann brauchen wir natürlich Soja-Geschnetzeltes für die Soja-Bolognese. Und das nehme ich heute anstatt von gehacktem, damit es wirklich vegan ist, also fleischlos heute mal und ganz ohne tierische Produkte. Ich habe hier ein Produkt, das kriegt ihr, glaube ich, fast in jedem Supermarkt. Ansonsten könnt ihr es auch gut bestellen. Das sind 125 Gramm. Ne, diese 125 Gramm Soja-Geschnetzeltes hier, die gehen, wenn wir die gleich in kochender Brühe aufquellen lassen, auf das Dreifache auf. Also das heißt, wir haben hinterher so um die 375 Gramm an Masse. Das heißt, das passt schon hier zu den Gemüsen. Das wird also dann unser Fleischersatz werden hier. Und dann gebe ich in diese Gemüsebrühe, in der ich das Soja-Schnetzelte, die Soja-Schnetzel jetzt hier quellen lasse, noch einen Schluck Sojasauce. Passt ja auch, damit es ein bisschen mehr Geschmack bekommt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, und als letztes, wenn wir hier die eigentliche Bolognese fertig haben, die köchelt dann so ein bisschen vor sich hin, machen wir parallel die Zucchini, die ich in Spaghetti oder Zudels, wie das auch manchmal heißt, schneiden werde, drehen werde. Wie ich das mache, zeige ich euch gleich heute mit dem Nicer Dicer. Es gibt aber auch andere Geräte. Ja, habe ich, glaube ich, alles angesprochen einmal. Ja, können wir loslegen. Ja, wie kriegen wir gleich die Zucchini in Spiralen, in Spaghetti? Die müssen wir jetzt ja irgendwie verarbeiten und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich, ihr könnt es mit der Hand schneiden, also ganz fein schneiden, das geht auch. Ist aber ein bisschen mühsamer und das Ergebnis ist meist nicht so homogen. Geht natürlich auch und geschmacklich ist es überhaupt kein Unterschied. Ich werde heute meine Zudels mit einem Nicer Dicer machen. Ne, ihr wisst ja, ich habe das Gerät ja schon mal vorgestellt, ausgepackt, das mir hier freundlicherweise von Genius zur Verfügung gestellt worden ist. Und auf dem Nicer Dicer, wie das geht, zeige ich euch gleich, gibt es einen super Aufsatz. Da kann man nämlich hier so einen Zudelaufsatz aufstecken. Und da ich auch die Gemüse gleich damit machen werde, habe ich alles in einem Behältnis. Also ich nehme heute hier den Nicer Dicer und außerdem nochmal hier das Messer für die einzelnen Gemüse, die ich verarbeiten werde. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den Nicer Dicer zu nehmen und nicht die kleinen Geräte. Und dann machen wir weiter. So, als allererstes als Vorbereitung setzen wir zunächst mal hier die Sojaschnetzel an. Die müssen ja jetzt aufquellen. Und da solltet ihr euch wirklich genau an die Angaben auf der Packung halten. Ich habe hier genau 300 Milliliter heißes kochendes Wasser jetzt, mit dem ich jetzt die Brühe erzeuge. Denn die Flüssigkeit ist genau abgemessen und genau berechnet vom Hersteller hier für die Menge. Jetzt geben wir einfach hier unser Soja-Schnetzel hinein und verrühren das. Und mehr müssen wir nicht machen. Das lassen wir jetzt 10 Minuten stehen und in den 10 Minuten werdet ihr sehen, haben die Soja-Schnetzel die Brühe auch fast vollständig aufgenommen. Und jetzt kommt noch hier mein Schluck Sojasauce dazu für den Geschmack. Einfach rühren. Ja, dann seht ihr, so sieht das aus hier. Oh, das ist jetzt so ein Brei zunächst mal. Und den können wir jetzt wegstellen.
Und dann können wir erstmal weitermachen. So, ich habe meine Gemüse jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet hier. Na, klar könnte ich jetzt sagen, kann ich ja mit der Hand jetzt weiterschneiden, wer das gerne möchte, aber ich brauche sowieso den Nicer Dicer, da kann ich jetzt auch gleichmäßige Stücke mit erzeugen. Ich mache also jetzt mit dem Nicer Dicer weiter und ihr eben, wenn ihr das nicht machen wollt, mit der Hand. So, habe ich den Nicer Dicer aufgebaut jetzt und wir brauchen natürlich die Zentraleinheit mit der Drückereinheit hier sozusagen und ich nehme jetzt hier das etwas grobere Raster, weil ich heute das Gemüse ganz bewusst etwas größer haben möchte, auch gleich zur Soja-Bolognese und deswegen hier das große Raster, ne? Also wie immer, wir setzen hier unten ein und dann vorsichtig Klick und dann kann es auch schon losgehen, ne? Ich fange an mit der Zwiebel hier, bei der Zwiebel müssen wir nichts machen, die habe ich jetzt nur gepellt und halbiert und schon haben wir auch die Zwiebel hier dann in entsprechende Stücke geschnitten. Da müssen wir auch nichts mehr einschneiden hier. Und das gleiche machen wir mit den anderen Sachen jetzt hier, mit den Möhren. Ne? Auch das geht gut. Ne, die Möhren sind ja relativ hart. Und wenn man die jetzt mit der Hand schneiden will, dann kann man das natürlich machen, klar. Aber es ist für viele schon anstrengend. Und man kriegt als Amateur jedenfalls in der Regel nicht solche doch relativ gleichmäßigen Ergebnisse. Und deswegen mache ich es eigentlich ganz gerne so. Ja, ihr seht, das geht wirklich ratzfatz. Natürlich muss man die Möhre vorher ein bisschen vorbehandeln und muss sie schon in gewisse Größen schneiden. Ich habe die Möhren übrigens auch nicht geschält. Ich verstehe nicht, warum viele die Möhren immer schälen. Das ist aus meiner Sicht gar nicht notwendig. Ich habe die ein bisschen geschrappt, aber mehr auch nicht und sauber gemacht. Und das war es dann auch. Und weiter geht's hier mit unserem Sellerie. Ihr könnt übrigens auch Knollensellerie nehmen. Ich finde den Stangensellerie vom Geschmack her angenehmer, aber das ist tatsächlich eine Geschmacksfrage. Geht also beides. So, jetzt haben wir hier noch ein kleine Stücke. Und das war es auch schon. Ja, ne, an Gemüsen haben wir alles verarbeitet hier. Da sind wir fertig mit diesem Einsatz. So, jetzt nehme ich nochmal den kleinen für die Knoblauchzähne. Den drücke ich hier einfach durch. Kann er ruhig ein bisschen grober sein. Ja, und das war's. So, und jetzt seht ihr hier das wundervolle Ergebnis. Ne? Alles ist schön gleichmäßig hier beim Nicer Dicer. Und es ist in der Tat relativ groß, aber ich finde es gut, weil man auch später dann ein bisschen noch was im Mund hat beim Beißen. Ich habe es jetzt extra nicht so klein gemacht, wie ich es sonst für Bolognese mit Fleisch mache. Ich finde das sehr schön. Und hier die rote Zwiebel, die ich jetzt hier genommen habe, anstatt der Gemüsezwiebel, die ich im Rezept habe, die gibt auch nochmal einen schönen Farbkontrast hier. Also mit dem Gemüse sind wir zunächst mal insoweit fertig. So, nachdem wir unser Gemüse vorbereitet haben, jetzt hier für die Bolognese, müssen wir ja noch die Zucchini verarbeiten. Ich mache das jetzt, ihr könnt es auch zwischendurch machen, wenn die Bolognese nachher so ein bisschen köchelt, aber ich bereite es schon mal vor. Ich sagte schon, ich mache es jetzt wieder mit dem Nicer Dicer und dazu brauchen wir so einen speziellen Einsatz. Wir nehmen zunächst mal hier die zentrale Klappe hier raus, die brauchen wir dafür nicht. Und wir brauchen jetzt hier diesen Einsatz. Den habe ich mal vorgestellt, als ich das Gerät schon ausgepackt habe beim Unboxing. Das ist hier so eine Art Tüte. Und ihr seht, hier drin ist so ein kleines gezacktes Messer. Das kann man hier oben einsetzen und dreht ihn rum. Dann klickt der ein und dann ist er auch fest. Und den können wir jetzt hier oben einsetzen in die Zentraleinheit. Und dann ist er fertig. So, je nachdem, wie ihr arbeitet, ich bin bekanntlich Rechtshänder, empfehle ich euch, das Gerät so seitlich hinzustellen. Und dann könnt ihr hier festhalten mit einer Hand und die Zucchini drehen. So, und das geht ganz gut. Ich habe hier extra, empfehle ich euch, nur das eine Ende geschnitten. Lasst mal hinten diesen Blütenstangen den Rest noch dran und schneidet ihn nicht ab. Da habt ihr noch ein bisschen was zum Anfassen, damit ihr einen möglichst kleinen Rest habt. Und jetzt fangen wir an zu drehen. Und jetzt kann man hier festhalten, die Maschine, und dreht eben dann die Zucchini hier rein und erzeugt dann so diese Zucchini-Spaghetti. Auch das will ich nicht verheimlichen, geht nicht ohne Kraft. Also ihr müsst schon ein bisschen Kraft aufwenden, um dann die Zucchini hier in die Spaghetti zu drehen. Aber
man muss zumindest das Gerät hier nicht noch extra festhalten. So, fertig. Meine drei Zucchini sind verarbeitet, aber keine Frage, das war schon Kraftakt. Also man braucht schon Kraft. Wenn ich das jeden Tag machen müsste, würde ich mir wahrscheinlich auch eher so eine Maschine kaufen, wo man die Zucchini einspannt und wo man einfach nur dreht, die so zusammenfährt. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, das Ergebnis ist klasse, wenn auch erarbeitet. Ne, ihr seht also hier, meine Zucchini-Spaghetti haben eine tolle Konsistenz. So soll es auch sein. Ihr könnt sie nachher entweder braten, das mache ich auch manchmal. Dann geht aber so ein bisschen dieser Spaghetti-Optik verloren. Ich werde sie deshalb ganz kurz im heißen Wasser nachher blanchieren und dann zu der Bolognese servieren. Aber dann haben wir die Vorbereitungsarbeiten jetzt erstmal abgeschlossen hier und können an den Topf gehen. So, vorher nochmal einen kurzen Blick hier auf unser Sojageschnetzeltes. Und ihr seht, das Sojageschnetzelte hat jetzt hier die Flüssigkeit fast vollständig aufgesogen. Deswegen ist wirklich wichtig, dass ihr euch an die Angaben vom Hersteller haltet. Das gieße ich jetzt ab. Das lege ich jetzt noch ein bisschen trocken, damit es gleich beim Anbraten hier nicht so viel Flüssigkeit hat. Aber ansonsten hat das gut funktioniert und ihr seht hier, das ist jetzt eine ordentliche Menge geworden. Ja, das sind sicherlich gut die dreifache Menge. Also es ist schon sehr viel Gemüse im Verhältnis zu der Bolognese, aber das macht gar nichts. Es schmeckt wirklich super, das soll auch ein veganes Rezept sein. Und dann können wir mal weitermachen. So, nächster Schritt. Ich habe jetzt hier mein Sojageschnetzeltes abgegossen und ein bisschen getrocknet hier noch auf Küchenpapier, damit es gleich nicht so spritzt beim Anbraten. Und das wollen wir jetzt ein bisschen anbraten hier, damit es auch ein bisschen Farbe annimmt. Das tut es nämlich tatsächlich, damit so ein bisschen Röststoffe zumindest entstehen. Brauchen wir nicht viel für. So, und ihr seht nach einiger Zeit, beginnt jetzt auch das Sojageschnetzelte so ein bisschen Farbe anzunehmen. Man sieht also hier, es fängt jetzt langsam an zu bräunen. Es verhält sich sehr ähnlich wie gehacktes auch. Die Feuchtigkeit ist jetzt raus und jetzt nimmt es so ein bisschen Farbe an und man riecht es auch. Es ist ja in der Gemüsebrühe hier gequollen und das riecht man auch so ein bisschen. Also es hat schon einen sehr angenehmen Geruch. Und wenn man es probiert, dann schmeckt es auch schon so ein bisschen salzig, so ein bisschen nach Gemüsebrühe. Und jetzt gebe ich das geräucherte Paprikapulver hinzu. Und mehr müssen wir auch nicht machen, das Soja ist ja ohnehin durch, das müssen wir ja nicht durchbraten. Und jetzt mischen wir nur noch das geräucherte Paprikapulver hier mit dem angebratenen Sojageschnetzelten. Das entwickelt jetzt auch schon einen schönen Geruch, so ein bisschen nach geräuchertem. Wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, nicht so dramatisch, dann nehmt ihr Paprika rosenscharf und Paprika edelsüß. Und mischt das so ein bisschen für die Farbe, aber eben auch wirklich für den Geruch. Man riecht es auch jetzt. Also es riecht wirklich sehr intensiv hier nach ein bisschen Paprika und nach Geräuchertem. Und mehr müssen wir nicht machen, denn viel mehr verändert sich das Sojageschnetzelte jetzt nicht. Ich nehme das jetzt raus und dann machen wir mit dem Gemüse weiter. Und jetzt geben wir in dieselbe Pfanne, natürlich brauchen wir nicht sauber zu machen, den Rest des Öls hinein. Ihr seht, das geht jetzt natürlich schnell, die Pfanne ist ja schon heiß. Und braten jetzt unser Gemüse an. Na, dann seht ihr, was ich meine jetzt. Ich finde, das ist eine schöne Optik. Die Gemüse haben alle die gleiche Größe hier, dadurch, dass sie mit dem Nicer Dicer geschnitten sind. Aber das geht natürlich auch mit der Hand, keine Frage. Und jetzt lassen wir das Gemüse so ein bisschen anbraten, denn gerade Möhren und auch Zwiebel entwickeln ja so ein bisschen Brataroma und das sollen sie auch. Nicht lange, vielleicht 10 Minuten und dann machen wir weiter. So, ihr seht, das Gemüse hat jetzt schon so ein bisschen Farbe angenommen. Ne? Es ist ein bisschen angebräunt, aber es ist nicht matschig. Das soll es auch nicht. Und jetzt gebe ich alle anderen Zutaten hinzu, damit es jetzt noch so ein bisschen köcheln kann und wir danach uns um die
Zucchini-Nudeln kümmern können. So. Jetzt gebe ich auch mein Soja-Geschnetzeltes wieder hinzu. Dann gebe ich die Tomaten hinzu. So, und jetzt müsst ihr entscheiden für euch, wie dickflüssig ihr es haben wollt. Ich gebe erstmal gut 2/3 der Gemüsebrühe dazu. Jetzt schalte ich auch mal runter. So heiß muss es jetzt nicht mehr sein, denn es muss ja ohnehin nichts durchgekocht werden. Das ist ja alles gar. Und jetzt gebe ich auch meine Gewürze hinzu. Und die Chiliflocken. Pfeffer. Und Salz noch mal ein bisschen. Ja, können wir noch nachsalzen. Dann mische ich jetzt einmal. Und das Ganze lasse ich jetzt köcheln, solange bis wir mit unseren Zucchini-Nudeln fertig sind. Niedrige Temperatur, nicht so hoch. Ja, stelle ich ruhig noch mal ein bisschen runter. Und dann können wir uns zwischendurch jetzt um die Zucchini-Nudeln kümmern. Ich setze jetzt ein bisschen heißes Wasser auf, salze das und gebe meine Zucchini-Nudeln rein, nur so quasi zum Blanchieren, höchstens 5 Minuten. Und dann können wir sie rausnehmen und dann können wir auch servieren. So, meine Zucchini-Spaghetti habe ich jetzt nach 5 Minuten Blanchieren abgegossen. Ne, ihr seht, die sind ganz wunderbar und haben auch so ein bisschen eine Anmutung wie Spaghetti, daher auch der Name. Ne, sehr nett. Die sind natürlich weich jetzt und heiß, das sollten sie auch sein. Darum ging es ja vor allem durch das Blanchieren. Und jetzt können wir hier auch die Bolognese drüber geben. Die habe ich jetzt hier zwischendurch ein bisschen köcheln lassen und die riecht auch ganz fantastisch. Sie ist, ich habe sie schon probiert, ein wenig scharf geworden, weil ich ja Chiliflocken drin hatte. Also wer nicht so viel haben möchte, wer es nicht so scharf haben möchte, der lässt die Chiliflocken im Zweifel weg. Wer es jetzt auch nicht ganz vegan haben möchte, der kann natürlich jetzt noch ein bisschen Parmesan drüber streuen, aber dann ist es eben nicht mehr vegan. So ist es ganz wunderbar. Der Geschmack ist wirklich toll. Es schmeckt nach Bolognese. Wir haben es schon ausprobiert. Es gibt ganz, ganz viele, die gar nicht unterscheiden können, dass das überhaupt kein Fleisch ist. Wirklich ganz leckeres Gericht. Also hier meine veganen Zucchini-Nudeln mit Soja-Geschnetzeltem. Super lecker. Probiert es aus. Ja, ich denke, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.